Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zum sechsten Teil mit Crimes and Punishment Sherlock Holmes für die Xbox One und PS4 und PC. Wir spielen es in der Xbox One-Version. Und liebe Freunde, wie ihr gesehen habt in den letzten fünf Teilen, ich bin der schlechteste Detektiv, den es gibt. Ihr habt in den letzten beiden Teilen gesehen, dass ich zweimal daneben gelegen habe. Und ganz ehrlich, jetzt beim dritten Mal, da klappt's. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Ich habe mir einen Plan zurechtgelegt und ich habe mir auch eine Art und Weise, ich hatte schon die richtige Fährte. Die richtige Fährte gab's und ich musste nur meinem Instinkt wieder mal nicht gefolgt. Ich habe mich wieder von meinen Zweifeln treiben lassen. Und da würde ich sagen, da gehen wir schon rein ins Spiel und ich zeige euch, was passiert ist. Also was richtig war. Das allererste, was ich hatte, das war komplett richtig, nämlich dass Patrick Cairns der Täter ist. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, da ich das jetzt nochmal mache, ich weiß, das ist für euch vielleicht nicht ganz so spannend. Im Gegenteil, dadurch, dass ich jetzt Patrick Cairns jetzt beschuldigen werde, genau, Hercule ist der Täter, das stimmt nicht. Genau, also man braucht große Kraft und viel Training. Ich hätte einfach den Schlussfolgerungen, hatte ich am Anfang gesagt, nee, Hercule ist unschuldig, Denelligan ist unschuldig, hatte ich am Anfang alles, und dann, warum diese Tabakbeutel? Der Tabakbeutel ist nämlich der schlüssigste Beweis für die ganze Geschichte. Weil ich hatte gesagt, die haben sich getroffen, vielleicht weil er einen Job haben wollte vom guten Black Peter, ob er gesagt hat, ey, kannst du mir nicht einen Job vermitteln, weil du bist zwar in Ruhestand gegangen, aber du kennst ja viele Leute. Und dabei haben die dann getrunken, dann hat er ihm im Suff von den Wertpapieren erzählt und er ist arm, der gute Patrick Cairns, also hat er ihn umgebracht mit einer Harpune. Dafür braucht man viel Kraft und viel Training und er ist Harpunier. Bam. Trotzdem bin ich kein komplettes Arschloch, trotzdem gibt es Gnade für Patrick Cairns. Und so geht's weiter. Ja, liebe Freunde, ich weiß, jetzt haben wir das dreimal gesehen und eigentlich ist es auch ein bisschen cheaten, aber wenn es das Spiel nun mal als ihr würdet es doch zu Hause auch so machen. Gebt's doch zu. Würdet auch nicht mit einer. Xbox ausblenden. Hallo? Ausblenden. Da hat mich gerade mein Kinect, ihr habt es gerade gesehen, ich habe wahrscheinlich gerade irgendein Wort gesagt, was Kinect gesagt hat, ey, mach ich mal das Menü an. Egal. War zum Glück nur der Ladebildschirm. Seht ihr, genau das meine ich nämlich, am nächsten Tag. Jetzt gibt es nämlich hier noch schöne Zwischensequenzen und alles sowas. Also, weil ich das nochmal gemacht habe, ihr seht jetzt die komplette Sherlock Holmes Experience, habt ihr jetzt hier von diesem Spiel. Und da gibt es nämlich nochmal. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No. My name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know. Don't ya? Seht ihr? Das yes. Ist halt auch ganz schön. Da hat man noch mal ein bisschen. The tobacco pouch. You recognized it. Das ist es. Die Details. Das sind die Details. Ich hätte die. Sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story? Seht ihr, wie ich es gesagt habe, er war arm, er brauchte Geld, hat ihm so von den Wertpapieren erzählt. Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work and I thought maybe he could help me. Ich bin sauer auf mich. Outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea. Es passt alles zusammen, aber ich bin zu doof, es aus. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now?
I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. Ach, sind wir nett, oder? Sind wir nett? You won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. Jetzt fühle ich mich besser. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. Ah, den haben wir auf dem Zettel gesehen. And he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Oh, Orangenkuchen hätte ich jetzt auch gern. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favorite. Okay, haben wir es also einem Toten in die Schuhe geschoben? Auch sehr Mr. schlau. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible. But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me, this is extraordinary. You are a genius. Na, ich nicht. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan. And ich bin einfach so gut, das muss reichen. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. A thousand times thank you. Ja, ich geb's zu. Ja, jetzt haben wir's nämlich. Jetzt seht ihr's. Es ist alles richtig. So. Und wir haben eine gute Entscheidung getroffen. Der Peter Carey, der war auch kein guter Mensch. Das war jetzt kein unschuldiges Opfer. Sondern er hat ja selber einen Mord begangen. Also hat er nur das bekommen, was er auch verdient. In dem Zusammenhang bin ich ganz froh, dass das alle so relativ cool daraus rausgekommen sind. Aller guten Dinge sind drei, liebe Freunde. Beim nächsten machen wir es vielleicht wieder ein bisschen anders. So. Ja! Persönlichkeitseinstufung verständnisvoll, wie ich nun mal bin. So, jetzt muss aber langsam mal das Rätsel auf den Gleisen. Ah, und gleich einen Erfolg freigeschaltet. Ei, ei, Captain! Ah. Gut, dann geht's auf zum nächsten Fall. Aber es war schön. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich wieder mal, wie immer, die dümmste Entscheidung getroffen habe. Und einfach, ich denke zu viel nach. Ich muss das lernen. Ich muss mehr meinem Instinkt da vertrauen. Dass ich sage, ja, der ist es. Aber ich habe schon zu viele Filme und zu viele Bücher gelesen, dass der als letzter oder der offensichtlichste, der ist es meistens nicht. Aber anscheinend ist das hier so geschrieben, dass es dann der offensichtlichste oder der wo es die meisten Beweise halt gibt, ist. Okay, jetzt muss aber langsam hier Moriarty kommen und solche Geschichten, ne? Ich will jetzt hier langsam mal die großen... This trip to the countryside will be good for you, Holmes. Hmm. As your friend and your doctor... I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Ah, Mycroft, da ist er. Mycroft Holmes. Sein Bruder. Mycroft. Sherlock. Yeah! Mr. Holmes, perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. Ach ja, der ist ja im Diogenes Club. Diogenes Club a few years ago? I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why. Genau, denn Mycroft Holmes ist genauso ein Genie wie We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock,
I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Den haben sie eigentlich auch ganz gut getroffen. Help. Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men. Ich wusste es doch, das sind diese... A band of idealistic terrorists. Diese Terroristen. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the fourth car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do please at least write to me on your return. Oh, was haben wir denn? Ein Souvenir. Ah, cool. Was ist das? Chronik. Cool. Auch sehr cool. Muss man wirklich sagen. Gefällt mir alles sehr gut hier. So, ein Bahnhof bei Nacht, ein ankommender Zug, ein außergewöhnliches Rätsel. Holmes und Watsons Rückkehr aus dem Urlaub wird zu einer abenteuerlichen Geschichte. Achso, wir gehen jetzt also erstmal wirklich in Urlaub. Also, jetzt gibt's hier wirklich Urlaub. Urlaub! Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Warte, erstmal untersuchen wir das Teleskop. Die ist immer noch da, das ist ja gruselig. Die ganze Zeit an ihrem Fenster. Look after Mrs. Hudson for us, Toby. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Eine Woche später, genau. Jetzt sind wir wiedergekommen aus Staffordshire. Cool. Ich freue mich richtig auf den nächsten. Das ist, wie gesagt, ich mag das Spiel. Muss man wirklich sagen. Also, ich finde, na klar, wahrscheinlich hätte ich mit Evil Within oder Alien Isolation genauso viel Spaß gehabt, aber ganz ehrlich, spielt doch mittlerweile jeder. Braucht doch nicht mich noch als Depp, der das auch noch spielt. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Ich muss sagen, es sieht wirklich sehr schön aus. That the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Klar, ist jetzt nicht yes, super Next Gen, weil es ist ja halt. Attention, aber the train is arriving sieht at schon the station. Sehr schön aus. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. Wie viel wir mitgenommen haben, wie eine Frau. But oh, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, vanished into thin air. Say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. Yeah, wie cool. Ach, ich dachte, ich kann it's das jetzt... too dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. Sehr früh am nächsten Morgen. Na, das wäre ja nichts für mich. Sehr früh am nächsten Morgen. Notizbuch. So. Ein ganzer Zug ist verschwunden. Das ist natürlich heftig. Ein Evesham. Ich habe noch gar nichts, außer, wie gesagt, ein paar Dialoge. Und wer kommt denn alles hier drin vor in diesem Fall? 1, 2, 3,
Wow, müssen wir viele Leute befragen. Okay, wir müssen echt viele Leute befragen. Das wird ein sehr langer Fall, liebe Freunde. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Ach, das sieht schon schön aus. Die Skybox ist vor allen Dingen sehr schön. Muss man wirklich sagen. Tatort untersuchen. So. Wo hört denn, fängt denn der Tatort an und wo fährt denn der Tatort auf? Trains can't just vanish without leaving a trace. It isn't possible, is it, Holmes? Okay, ich würde mal sagen... Okay, also da geht's raus. Okay, verstehe, verstehe. Hier, wenn wir die Kutsche öffnen... Archiv. This suitcase contains my archives. We can consult with it if needed. It is fortunate that we took it with us. Okay. Okay, also das ist wirklich hier sehr begrenzt. Das heißt, wir sollen wirklich hier reingehen. Oh, oh, Watson. Okay, hier gibt's also... Oh, doch. Streckenkarte. This map will be useful. Na ja, klar. Aha, von Nottingham, Evesham. Genau. Sehr gut. Das heißt, wir werden uns auf dieser Strecke dann aufhalten. Sehr interessant. Gut, hier ist nichts weiter. Das heißt, wir gehen... Oh. Oh, was ist hier? First of all, let us examine the area where the train disappeared. Ah, okay, alles klar, verstehe. Warehouse, okay. Okay, also machen wir einen Schritt nach dem anderen. Okay. Watson, steh nicht in der Gegend rum. Alles doch, das ist schon schön hier. Das haben sie wirklich schon schön gemacht. So. First of all, okay. Let us examine the area where the train disappeared. Where the train disappeared. Ist das hier passiert oder was? Wie was? Wir müssen jetzt wirklich dahin laufen? Ach! Wie cool! Also das ist wirklich gut gemacht, das kann man wirklich sagen. Also this is the place where we saw the train vanish last night. A discarded item, possibly thrown from the train. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no tracks or footprints on the ground. Hmm. Interessant. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues, but then a negative result is also a result. Der alte... Oh, I see what you're getting at. Der alte Optimist hier. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. Very promising. Tatortuntersuchung abgeschlossen. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Tja. Das kann ich dir auch nicht verraten. Jetzt geh mir doch nicht, steh noch nicht im Weg rum hier. Ist das eigentlich so klug, auf den Schienen rumzu? Hm. Ticket Office. Na natürlich, mit denen reden wir mal zuerst hier. Erstmal wieder meinen Detective Mode. Ne?
Arbeitet keiner, das ist ja auch cool. Was ist das? Telegraph. A telegraph. A telegraph. Bürotisch. Oh. Line. Message to all stations. Mrs. Robertson is located at... A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. Mr. Robinson, nicht Mrs. Robinson. Oh, Mrs. Robinson. Da, 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 da. Oh, ich kann nicht gut singen. Was ist das? Nottingham nach London, genau. Locomotive Coal, First Class Car, Postal Wagon, Special Wagon ordered by Mr. Robinson. Also Mr. Robinson ist ja mal sehr verdächtig hier. Here is the train set. Was habe ich hier? Achso, da. Erfragen. Nein, Quatsch, ich wollte es doch erfragen. Ja. Okay. So, wo ist denn der Schaffner hier? Da ist der Schaffner. Aber erstmal noch woanders hin. Railway Post Bags. Railway Post Bags. Ist hier noch was? Nein. Und jetzt noch da hinten ins Warehouse, weil wir sammeln so viel wie möglich. Train Station, hier waren wir schon. Train Service. Yeah. Gerümpel. Aha. An old locomotive bell. This part is probably from a locomotive. Yeah, probably. This place serves as a storage area for the station. This part is probably from a locomotive. Yeah, probably. Ist alles von probably von a locomotive. Ist hier noch irgendwas, was man irgendwie... Nee. Achso, das kann ich nicht aufmachen? Okay, alles klar. Gerümpel. Ich mag das Wort Gerümpel. Holmes, how is it even possible for a train to disappear? Das kann ich dir auch nicht sagen. Oh, können wir hier hochklettern? Ach ne, die ist kaputt, die Leiter. Das ist die beste Leiter der Welt. Guck dich diese Leiter an. Beste Leiter. So, okay. Gut, was kann man hier noch machen? Hallo? Ich will hier was... Wie weit kann ich hier eigentlich gehen? Ah, okay, alles klar. Gut, also nicht sehr weit. Gut, dann sprechen wir zum Abschluss noch mit dem Schaffner. Es war der Schaffner. So wie immer. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Hallo. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you are Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? No. I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the poor people inside it, the passengers, the driver. Oh los, das gefällt mir richtig gut, vor allen Dingen, weil das so ein... Mit diesem... Oh, was ist das? Ach, graue Haare. Ehrenbahnhofsvorsteher? Erdspuren, hat er was gegraben und ist verheiratet. Erdspuren. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. My memory's not what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. Das haben wir schon gesehen. According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Ah, now, those Mr. wagons Robinson. Have iron walls, you know, without any windows. And they're fitted with a complex key. Okay. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not.
No, that's private. No, that's private. It's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Na, wer denn dann? Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington Station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of problem? Ah, they didn't müssen wir nach Bridlington. That is interesting. You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Ah, we might take the cab there. See you later, my good man. My good man! Genau. Was darf Dings? Ah, jetzt haben wir hier Bridlington. Genau, was ist hier? Müssen wir erfragen den... Ah, Problem mit den Fahrgästen. Genau. Karte haben wir. Und hier der Bahnhofsvorsteher. Na, dann kommen ja noch ein paar hier dazu. Oh, oh, oh. Auf nach Bridlington, würde ich mal sagen. Ach, das ist schon cool hier. Ich... Achso, das war öffnen. Ich dachte, ich könnte das untersuchen. Kutscher? Ich möchte bitte nach Bridlington. Der Kutscher kennt den Weg. Ach, das ist schon cool. Also auch wenn ich mich im letzten Fall ein bisschen doof angestellt habe. Ich mag das, dass die dort sitzen. Das ist alles sehr stilvoll, wenn ich das mal sagen darf. Aber Herleitung habe ich ja noch keine, nehme ich mal an. Noch keine Hinweise, kein gar nichts. Doch, Sonderwagen. Teil des Zuges ist so der Sonderwagen. Vielleicht das? Okay, also da kann ich noch nichts miteinander verbinden. Schade. Ja, und dann sind wir in Bridlington und dann würde ich sagen, dann machen wir dann da auch Schluss. Ja, das ist ein guter Ort. Wir sind hier in Bridlington. Sieht ganz nett aus in Bridlington. Schön britisch. Der Kutscher. Watson. Ja, liebe Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Holmes und Watson verabschieden sich und wir sehen uns im 7. Teil wieder. Ich versuche mich gerade mal cool hinzustellen, aber es gelingt mir nicht so ganz. Watson, na gut, dann bleibst du halt hinter mir. Ist ja auch geil. So, okay, liebe Freunde, dann war's das für diesen Teil. Wir sehen uns dann im 7. Teil wieder, hier mit Crimes and Punishments. Sherlock Holmes, den 6. Teil endlich mal richtig gesagt. Freut euch auf mehr Rätsel-Action. Wir lösen das Rätsel um einen verschwundenen Zug, nachdem ich ja so furios gelöst habe, also den ersten Fall gelöst hat, den Fall des Schwarzen Peters. Wir sehen uns dann im 7. Teil, wie gesagt. Bis dahin liken, subscriben, kommentieren. Bleibt nicht zu nüchtern und bleibt uns vor allen Dingen auch gewogen. Macht's gut.